Ihr Röchen, liebe Eltern und Kinder, es ist wieder soweit. Die Jenny und die haben wieder ein bisschen was vorbereitet für euch. Eine kleine Yoga-Geschichte, da kommen verschiedene Positionen und Übungen vor, damit es noch ein leichter zum Mitmachen ist. Zeigen wir das in einem Schnelldurchlauf kurz vor. Wir beginnen mit der ersten Übung. Die erste Übung ist der Frosch, Hüftbreiter Stand. Wir gehen schön nach unten, berühren den Boden und machen einen kleinen Sprung. Nächste Übung ist der Baum. Fester Stand auf einem Bein. Löwe. Dann kommt der Löwe, dann gehen wir in Vierfüßlerstand. Arme auf den Boden pressen, Kopf nach vorne, Zunge rausstrecken und einfach einmal ganz laut brüllen. Ah! Sehr gut. Der Regenbogen von einer Seite zur anderen ziehen. Schmetterling. Dann kommt der Schmetterling. Für den Schmetterling setzen wir uns am Boden, Fußsohlen zusammen. Wir können unsere Zehenspitzen nehmen und unsere Knie sind wie Flügel, wo wir auf- und abwippen. Die Sonne. Arme nach oben strecken. Den großen Kreis beschreiben. Die Schlange noch. Die Schlange kommt noch. Schlange, wir legen uns am Bauch ab. Drücken den Oberkörper nach oben und schauen mit dem Blick zur Decke. Und der Kranich. Und der Kranich. Wie bei Karate Kid. Genau. Wunderschön. Dann gehen wir die Geschichte an, oder? Starten wir. Wir hoffen, die Übungen sind klar. Ihr könnt jetzt Pause drücken und zwischendrin einfach genauer anschauen. Genau. Ein Schmetterling flattert auf seiner Wiese von Blüte zu Blüte. Die Sonne scheint und es ist wunderbar warm. Plötzlich sieht er einen wunderschönen großen Baum. Er war noch nie so weit geflogen in seinem jungen Leben. Er umschwirrt den Baum und sieht plötzlich einen Bach. Da war er noch nie. Als er dort ankommt, trifft er einen Frosch. Er unterhält sich mit dem Frosch und beide beschließen, gemeinsam weiter zu hüpfen und zu fliegen. Bald steht ein mächtiger Löwe vor ihnen. Und brüllt sie so laut an, dass es dem Schmetterling fast seine Farbe von den Flügeln bläst. Aber bald hat sich der Löwe beruhigt. Und er findet Gefallen an den beiden kleinen Tierchen. So geht er mit und stellt ihnen seine Freundin, die Schlange, vor. Sie zischt die beiden an und nimmt den Frosch gleich einmal ins Visier. Da brüllt der Löwe und sagt: Halt, Schlange, das ist mein Freund. Die Schlange schlängelt sich davon und die drei Freunde fliegen, hüpfen und schreiten weiter. Der Löwe bringt sie zu einem See. Da sehen sie ganz viele rosarote Flamingos. Sie stehen mit einem Bein im seichten Wasser. Der Löwe duckt sich zum Sprung, als es plötzlich zu regnen beginnt. Schnell versteckt sich der Schmetterling unter dem Löwen, damit seine zarten Flügel nicht nass werden. Der Frosch ruft: Schaut, ein Regenbogen! Vor lauter Schauen vergisst der Löwe, die Flamingos. Und diese fliegen davon. Jetzt ist der kleine Schmetterling und der Frosch aber sehr müde. Beide setzen sich auf den Löwen in sein weiches Fell und dieser trägt sie zurück nach Hause. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ihr dieses Video anschaut, wie der Kevin und ich.
Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Brüllen. Tschüss.